Erfunden in der Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Plastikboom noch relativ neu. Mehr als die Hälfte aller Kunststoffe wurden seit 2000 hergestellt. Und die aktuelle Produktion erscheint noch gering im Vergleich zu den Prognosen der Industrie. Deshalb ist dieses flexible und billige Polymer überall zu finden. Die Industrie benötigt weniger als 1% der Weltproduktion, Elektrik und Elektronik 4%, Transport und Verkehr 7%, Konsumgüter 10%, Textilien 14%, Bausektor 16%, sonstige andere Sektoren 12%. Den größten Anteil jedoch haben die Verpackungen, 36%. Sie sind häufig zum einmaligen Gebrauch bestimmt und das Symbol der Wegwerfgesellschaft. Plastik, hauptsächlich gewonnen aus fossilen Rohstoffen, hat unsere Ökosysteme vergiftet, besonders die Weltmeere, die Böden. In den Weltmeeren landen jedes Jahr 10 Millionen Tonnen Plastikabfälle. Das entspricht einer Lkw-Ladung pro Minute. Auswirkungen auch auf die Böden. Von den 450 Millionen Tonnen Kunststoff, die jedes Jahr produziert werden, landet etwa ein Drittel in den Böden oder in Binnengewässern. Im täglichen Kontakt mit Kunststoff sind wir einem Cocktail aus gesundheitsgefährdenden Stoffen ausgesetzt. Diese unsichtbare Gefahr kann verschiedene Formen annehmen. Bei Erwachsenen, Schilddrüsenerkrankungen, Krebs, Diabetes, Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit, Probleme bei Schwangerschaft und Geburt. Und bei Kindern, Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörungen, niedriger IQ, Asthma, Übergewicht oder eine vorzeitige Pubertät. Plastik ist auch eine Gefahr für das Klima. Bei der Kunststoffherstellung in der petrochemischen Industrie werden Kohlendioxid, Methan und andere Treibhausgase freigesetzt. Allein bei der Herstellung von Polyester, das in Stoffen oder Textilien verwendet wird, werden pro Jahr 706 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent emittiert. Das entspricht 1,6 Milliarden Barrel Erdöl oder dem Erdölkonsum der Vereinigten Staaten für 2 Jahre. Um die Plastikkrise zu überwinden, müssen wir die Produktion und unsere Abhängigkeit von diesem Material reduzieren. Glücklicherweise gibt es Lösungen. Preisanreize, Regeln zur Wiederverwertung, Loseverkauf, ökologisches Produktdesign, Einwegverbote, Mülltrennung und Recycling. Und die Gesellschaft hat sich weltweit auf den Weg gemacht. Die Bewegung Break Free from Plastic vereinigt 1800 Umweltschutzorganisationen. Sie finden den Plastikatlas auf der Website der Heinrich-Böll-Stiftung.